Neu? So da, ja, servus Leute, willkommen zum zweiten Teil von unserem heutigen Ausflug. Ja, das vorige Video endete ja beim Versuch, so ein One-Stick-Fire-Feuer zu machen mit dem Feldkniffen F1 Desert. Ja, der Akku von meinem Smartphone ist schon sehr schwach, deshalb hat sich das vorige Video überraschend leider abgeschaltet, aber halb so wild. Jetzt einfach noch so ein zweiter Teil, auch um Servus bis zum nächsten Mal zu sagen. Ja, ich dachte mir, ich plaudere jetzt einfach etwas hier an diesem wunderschönen Ort hier. Die Sonne strahlt vom Himmel und hier ist es sehr ruhig. Einfach nur herrlich. Die Sonne hat heute schon eine gute Kraft. Die ist schon angenehm stark und wärmt sehr angenehm. Seht schon, haben einen leckeren Kaffee dabei. Ja, und lassen hier einfach mal die Seele baumeln und genießen die Ruhe. Ja. Traumhaft. Also erstmal einen Schluck heißen Kaffee. Ja, so ein Feuer werde ich ein anderes Mal machen mit diesem F1 Desert. Ja, mal schauen, wie sich das Messer so macht, wie der Stahl eben ist. Das ist eben das Interessante. Diesem Messer. Ja, so ein Kobaltstahl Laminat COS steht da drauf, wenn es scharf wird, egal. Das F1, ja, ist einfach im Grunde grundsätzlich ein Traum von Fixed, ein Traum vom feststehenden Messer. Liegt einfach so genial in der Hand. Der Griff ist einfach so universell. Und jetzt mit diesem Stahl in der Desert-Version. Ja, ich bin einfach ein F1-Fan. Schon lange habe ja schon Videos gemacht. Ja, okay, ich würde sagen, ich beende hier das Video. Wie gesagt, wir genießen hier einfach noch die Ruhe und die warmen Sonnenstrahlen. Wie gesagt, hier ein kurzer zweiter Teil, einfach um, ja, wie gesagt, Servus zu sagen. Ja, ich filme ja nur mit meinem Smartphone und das will ich auch so belassen. Ich will das Ganze unkompliziert halten. Ich bin kein Fan von Technik, eben auch nicht von hochwertigen Videokameras und so weiter. Okay, also dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.